Hallihallo, liebe Leute, heute gibt's mal wieder etwas anderes. Es tut mir leid, dass in letzter Zeit auf meinem Kanal nichts mehr so richtig gekommen ist. Das lag zum einen an GTA 5, was ihr euch wahrscheinlich denken konntet, und zum anderen daran, dass World of Tanks irgendwie gerade nicht so richtig bockt. Ich habe zum Beispiel das Spiel, was ich heute vorstellen möchte, gespielt. Da habe ich jetzt schon kurz über 30 Stunden investiert und denke, ich kann eine relativ fundierte Vorstellung und auch vielleicht ein bisschen Bewertung geben, wie es meiner Meinung nach sich verhält. Es handelt sich heute um einen Free-to-Play-Shooter, der allerdings noch im Early-Access-Programm von Steam ist. Also den könnt ihr über Steam beziehen, den gibt es allerdings schon, ich glaube, ungefähr 2 Jahre. Also seit 2012 ist der wohl spielbar, in der Alpha-Version halt. Was, denke ich, schon ein bisschen darauf zu schließen ist, dass das alles, was ich hier sage, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Ich spiele in ungefähr eine Woche und kenne auch den nur eine Woche lang. Also ich muss sagen, ich bin durch Pete's Meat Treasure mal wieder drauf gekommen. Und da die es immer nur so die erste Stunde vorstellen, habe ich mir gedacht, wenn ich da ein bisschen länger reingespielt habe, stelle ich dir mal vor, wie mein Eindruck ist, wenn ich es länger gespielt habe. Ich bin generell ein Shooter-Spieler, also behalte das im Kopf. Ich spiele auch gerne Counter-Strike, ich spiele gerne andere Spiele, Shooter, Battlefield, Call of Duty und so weiter. Deswegen würde ich behaupten, ich bin nicht ganz untalentiert in solchen Spielen. Also behalte das im Kopf, wenn ich euch hier das Gameplay zeige und auch dann das Spiel vorstelle. Das Spiel selber wird von einem Entwicklerstudio namens Vostok Games entwickelt. Ich habe nicht ganz genau nachgeschaut, aber soweit ich mir bekannt ist, sind da ein paar Entwickler von der Stalker-Reihe dabei. Und es ist auch sehr stark an das Stalker-Universum angelehnt. Also man beginnt mit irgendwelchen russischen Waffen, sowas wie einer Mosin Nagat oder die anderen kenne ich leider nicht. Aber dann auch so SMGs und sowas, die relativ russisch und, sag mal, entweder einfach nur praktisch wirken mit keinen ohne irgendwie mit Iron Sights und sowas, also mit Kimme und Korn und solche Sachen. Damit fängt an, das ist sozusagen das erste Level, womit man spielt. Was ich ganz gut finde, was ihr hoffentlich jetzt am oberen Rand seht, wenn ich dran denke, dass das Matchmaking basiert im ungewerteten Spiel auf eurer Ausrüstung. Also das höchste Level eurer Ausrüstung ist das Level, auf dem ihr gematcht werdet, was dazu führt, dass Leute, die schon lange, lange spielen und gute Ausrüstung haben, normalerweise nicht mit euch spielen. Es gibt da ein paar Ausnahmen, die konnte ich diesmal nicht aufnehmen. Ich habe in meinen 30 Stunden, glaube ich, zweimal mit Leuten gespielt, die wirklich extrem hohes Level hatten und eigentlich nicht da reingehörten, wo sie waren. Also ich denke, das ist verschmerzbar, weil das liegt am Algorithmus. Die suchen halt erst, wenn ihr startet die Suche, sucht er halt wirklich nur auf eurem Level. Also wenn ihr zum Beispiel Level 2 Ausrüstung habt mit Waffen und allem, dann sucht er halt, oder auch wenn ihr müsst nur eine Level 2 Hose haben, der Rest ist gar nicht belegt, dann sucht er trotzdem auf Level 2. Sucht er halt dort Leute, wenn es halt aber nicht genug Leute auf Level 2 gibt, dann erweitert er euren Suchbereich und matcht euch halt von Level 1 bis Level 3 und so weiter. Es gibt so bestimmte Zeitschwellen, wo er dann das erweitert. Was ich ziemlich cool finde, weil dadurch hat man eine vertretbare Match, also Suchzeit, denke ich mal. Also ich habe jetzt mit Level 5 mal gespielt eine Runde, ne, mit Level 4 eine Runde, relativ früh am Morgen, also vormittags in der Woche, wo normalerweise nicht so viele Leute online sind, seht ihr immer so kurz über 1000. Spitzenzeiten sind knapp 3000 Leute ungefähr, dann geht das deutlich schneller. Und hatte trotzdem eine Suchzeit von unter 5 Minuten. Wo ich halt eine Viertelstunde spiele, habe ich sagen, das geht noch. Also dafür, dass halt das Spiel noch nicht wirklich viele Leute kennen und nicht viele Leute spielen, finde ich es okay. Das Spiel an sich ist dann doch relativ langsam. Also man tastet sich normalerweise ziemlich langsam vor, weil man nur im geduckten Modus keinen Ton von sich gibt und Schritte wirklich sehr, sehr laut sind. Also wenn ihr ein bisschen genauer zuhört, beziehungsweise ich das vielleicht auch jetzt mal passend pausiere oder einspiele, man hört Gegner und auch Verbündete sehr, sehr laut rumlaufen. Also sobald die da irgendwie ein paar Schritte machen in der Nähe, dann hört man das sehr gut. Daran könnt ihr vielleicht schon erkennen, es hat einen gewissen taktischen Aspekt. Leider gibt es momentan nicht so wahnsinnig viele Spielmodi. Team Deathmatch, Forschung nennt sich das hier. Das ist so eine Art Domination, wo man 3 Punkte halten muss. Und dann gibt es noch ein, sag mal, in irgendeiner Form eine Variante von Capture the Flag, wo man Batterien zur Basis bringen muss. Manchmal muss man Batterien finden, die dann irgendwo auf der Map sozusagen versteckt sind. Das ist ein bisschen Ostereiersuche. Und die zur eigenen Basis bringen und dann beschützen. Manchmal muss man an 3 Punkten, sozusagen, wo Aufladestationen sind,
die dort abholen und dann zur Basis bringen. Das sind nur die zwei Varianten davon. Leider, im gewerteten Spiel gibt es, glaube ich, nur diese objektbasierten Sachen, also irgendwie beim Capture the Flag, also bei den Batteriesachen kann man auch die Batterien vom Gegnerteam klauen und zu sich bringen und solche Sachen. Das funktioniert alles sehr gut. Beim Team Deathmatch ist es halt so, dass die Maps einfach nicht ausgelegt sind, muss ich sagen. Also die sind ausgelegt für die objektbasierten Sachen, weil beim Team Deathmatch entsteht ziemlich oft irgendwann die Situation, wenn ein Team ein bisschen stärker ist oder deutlich stärker ist, dass das ein Team vor der gegnerischen Basis steht. Da müssen wir ein bisschen am Balancing arbeiten, aber ich denke, sonst ist das alles im Großen und Ganzen ziemlich gut. Die Waffen fühlen sich auch sehr geil an und haben einen richtig fetten Sound. Also ich weiß nicht, ob die da wirklich auf den Schießstand gegangen sind und die mal aufgenommen haben oder was. Also es ist eins der Free-to-Play-Spiele, wo ich sagen muss, die Waffen haben wirklich einen sehr, sehr fetten Sound. Der gefällt mir richtig gut. Den kann man auch ziemlich gut zuordnen, wenn irgendwo geschossen wird oder so. Ich habe bloß Stereo-Kopfhörer und selbst ich kann es ziemlich gut zuordnen, in welche Richtung ungefähr geschossen wird. Und das halt auch über die ganze Map. Das hört sich wirklich gut an. Also vom Sound her und auch von der Grafik her bin ich der Meinung, ist das Spiel echt gut. Ich vermute mal, das basiert auf der Unreal 3 Engine, was ich so an typischen Nachladetextur-Sachen gesehen habe, wenn man halt in ein Spiel reingeladen hat und dann spawnt sozusagen, dann nimmt es halt die Texturen, macht es immer noch ein Stück schärfer. So Stück für Stück, wenn man es halt von Unreal kennt, wenn das halt eine Weile braucht zum Texturenladen. Deswegen vermute ich mal, dass es die Unreal 3 Engine, die hier benutzt wird. Dafür, wie gesagt, die wird hier ganz gut benutzt, die sieht gut aus. Die haben auch richtig manchmal stimmungsvolle Sachen. Also es gibt jede Map mit unterschiedlichen Wettereffekten. Manchmal ist es halt sonnig da drauf, dann ist es dort wieder bedeckt, dann ist es auch mal wieder richtig regnerisch und man sieht fast gar nichts, und was dann zum Beispiel wirklich Fernkampf-Snipen echt schwer macht, weil man wenig sieht. Wobei da manchmal noch die Schemen so durchzusehen sind. Es gibt auch eine Map, da ist ein Sumpf in der Mitte, da ist sozusagen immer eine Nebelschicht drüber. Wenn es dann halt noch regnet, dann kann man durch den Nebel nicht mehr durchgucken. Dann ist von oben sozusagen wie eine Decke drüber. Da kann man zwar theoretisch durchschießen, aber sehen tut man dort fast nichts. Das ist richtig geil. Problematisch ist allerdings, dass es noch halt Fehler hat. Logisch, es steht zwar Beta drauf, ich würde es als Alpha bezeichnen. Es soll auch noch irgendwann eine PvE-Variante kommen, also sozusagen so eine Koop-Variante, wo man gegen Monster und sowas kämpft. Momentan ist es einfach nur ein PvP-Shooter. Das macht es meiner Meinung nach schon ganz gut. Den Fortschritt, den man dann erzielt sozusagen nach einer Mission, der spaltet sich ein bisschen auf so Fraktionen, denen man sich anschließen kann, für die man dann, man kann es allerdings sozusagen mehreren Fraktionen anschließen, also na gut, nicht mehreren anschließen, aber man kann eine aktive Fraktion haben, die kann man weiterspielen, also da kriegt man immer die Punkte, Fraktionspunkte, die man da spielt hat, werden dann an die Fraktion angerechnet. Wenn man so und so viele Punkte hat, kommt man aufs nächste Level und schaltet neue Sachen frei, ganz einfach. Wie gesagt, wie man das aus vielen anderen Spielen kennt, so levelbasiertes Freischalten. Und da gibt es dann halt vier Fraktionen. Ich kann aber, wenn ich zum Beispiel Fraktion die Scavenger schon Stufe 3 freigeschaltet habe und jetzt habe ich bei der, ich glaube Royal Army oder, nee, Royal Army ist es nicht. Auf jeden Fall bei den Settlers zum Beispiel auch Stufe 3 freigeschaltet, kann ich die Sachen mischen. Also ich muss nicht jetzt von einer Fraktion irgendwie bestimmte Sachen anziehen und ich kann auch mit Freunden, die einer anderen Fraktion angehören, zusammen in ein Match gehen. Bis zu drei Leute zusammen in ein Match, kein Problem. Custom Matches oder sowas gibt es noch nicht. Was ein bisschen schade ist, behindert so ein bisschen den Clan War Gedanken oder sowas. Es gibt eine Clan War Option, die konnte ich allerdings nicht ausprobieren, weil ich keinen Clan habe. Also es gibt so ein Clan War Matchmaking irgendwie auch. Ich muss allerdings sagen, insgesamt, entweder haben die Leute extrem schlechte Ping, oder ich bin nur extrem gut in dem Spiel. Ich habe sehr, sehr viele Runden geschafft, wo ich mit einer KD von 2 bis 5 rausgehe. Ich hatte sogar ein Spiel, wo ich 18-0 gespielt habe, wo ich der Mann, die Person mit den meisten Punkten, den meisten Kills und ohne Tod war. Also da wird man dann halt doch schon mal als Cheater beleidigt oder bezeichnet. Beleidigt ist ja gar nicht so richtig. Ist ja eher ein Lob, wenn man als Cheater bezeichnet wird, aber nicht gecheatet hat. Ja, das Spiel an sich, wie gesagt, eure Ausrüstungsbildschirm, den musst du ein bisschen ein Auge drauf halten, wenn ihr halt höhere Ausrüstung, die ihr irgendwie freigeschaltet habt, benutzt. Und dann aber zum Beispiel, also wenn ihr zum Beispiel irgendwo Stufe 5 Klamotten freigeschaltet habt, die jetzt benutzt, aber die Stufe 5 Waffe, die meistens dazugehört, nicht benutzt, dann habt ihr das Problem, dass ihr auf Gegner mit höheren Rüstungswerten trefft, wo eure Waffe dann nicht mehr durchkommt, nicht mehr so viel Schaden macht, wodurch ihr sie natürlich nicht mehr tötet. Ja, das ist so ein bisschen schwierig und für den Anfänger, das seht ihr wahrscheinlich in meinem Gameplay schon, relativ einfach ist es mit Schrotflinten
umzugehen, zumindest mit den Automatik-Schrotflinten, die man relativ bei schaltet. Ich glaube, ab Stufe 3 bei den Scavenger oder sowas schaltet man die frei. Ich musste leider das hier im Nachhinein aufnehmen und konnte das nicht direkt übers Gameplay reden, wie ich das sonst so mache, weil mein Survarium oder Survarium, keine Ahnung, wie man das ausspricht, immer etwas abstürzt zwischendurch. Also immer am Anfang der Runde mal so einen Absturz hat und wenn ich dann mitten im Reden bin und das dann unterbrochen wird, ist das immer nicht so cool. Da komme ich dann nicht mehr dazu. Jetzt bin ich gerade im Redefluss und ihr merkt schon, es sind schon 10 Minuten. Ich denke, ihr habt so einen kleinen Eindruck gewonnen, wie das Spiel so funktioniert. Eine Runde dauert normalerweise so ziemlich genau eine Viertelstunde. Das ist so das übliche Zeitlimit, was in der Runde gesetzt wird. Und dann beim Team Deathmatch ist es auch selten, dass wirklich die Tickets auslaufen. Also das ist ein bisschen andersrum. Es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo das Team Deathmatch sagt, okay, wer 100 Kills hat, gewinnt. Sondern es ist ein bisschen andersrum. Jedes Team hat 100 bis 150 Tickets. Also eher so Battlefield-mäßig. Und wenn die halt leer sind, dann sind sozusagen, und dann alle Leute tot sind, dann hat man verloren. Oder halt die Zeitung, dann gibt es halt einfach ein Ticket bezahlt. Dann ist es mehr wie ein ganz normales Team Deathmatch. Ja, insgesamt, was ich gerade noch empfehlen wollte, wie Schrotflinten spielen, weil die haben eine echt große Reichweite. Zumindest was alles, was nicht die abgesenkte Schrotflinte ist, alles auf Stufe 3 sind halt normale Schrotflinten, eine echt große Reichweite. Auf Stufe 1 ist es die Mosin, die ist ein Snipergewehr, was mit einem Schuss ziemlich genau tötet, zumindest im Brustkorb. Ich bin des Öfteren auch zumindest laut meiner Anzeige in den Arm geschossen worden und 100% gestorben. Das sind halt so Probleme, über die man entweder drüber wegschaut oder nicht. Ja, und was noch ein bisschen motivierend ist, also was mir zumindest Spaß macht, ich bin so jemand, ich spiele auch gerne Spiele wie Borderlands, also so Leveln und Looten. Leveln habe ich jetzt schon abgehakt, was man hier alles leveln kann. Ihr könnt auch noch euren Charakter leveln und dann Punkte vergeben in schneller Laufen und weniger Einfluss. Also je mehr Gewicht ihr nämlich mit euch tragt, desto langsamer lauft ihr und das könnt ihr sozusagen wieder ein bisschen reduzieren mit Skills. Schneller nachladen, genauer zielen oder schneller laufen beim Zielen und solche Sachen. Das ist alles Charakter, Level, Bogen. Ich will jetzt nicht alles ins Detail gehen, das könnt ihr euch angucken, wenn euch das Spiel interessiert. Das ist erstmal nicht so relevant. Was ich euch sagen kann ist, das Spielgefühl ist cool, weil die Leute sterben ziemlich schnell. Also ein Kopfschuss ist zum Beispiel immer ein Tod. Wenn man jemanden in den Kopf schießt, ist der tot, egal mit welcher Waffe. Auch wenn man sonst in den Brustkorb schießt, 3, maximal 4 Schüsse. Also so zwischen 2 und 4 Schüssen ist man normalerweise tot. Außer wenn man halt mit einem Snipergewehr schießt, sowas wie eine Mosin, dann ist normalerweise der erste Treffer schon tödlich. Was ich ganz cool finde ist, die haben eine Blutungsmechanik drin. Man kann, wenn man angeschossen ist und kein Medikit mehr hat oder keins benutzt, weil man es vergisst, kann man an Blutung sterben. Also manchmal, wenn man getroffen wird, hat man halt sozusagen eine Wunde. Wahrscheinlichkeitsbasiert denke ich, dass du mit einem bestimmten Treffer halt auf einem bestimmten Körperteil blutest und dann verlierst du halt pro Sekunde oder pro 3 Sekunden Leben, je nachdem wie schwer die Wunde ist. Da gibt es auch unterschiedliche, also manchmal verlierst du wirklich extrem schnell Leben, manchmal dauert es echt lange. Und ja. Was ich auch noch ganz cool finde, ist, dass du nicht irgendwie ins Leben startest oder halt einfach reingehst und dann alles verballerst, was du hast und wenn du dann halt nichts mehr hast, musst du dich töten lassen. Nee, sie haben auch in jedem Map eine Munitions-, also so ein Wiederauffüllbehälter, wo man dann seine Munition und auch sein Medikit wieder auffüllen kann, wenn man das vorher genug eingekauft hat. Also wenn ich jetzt bloß ein Medikit kaufe, habe ich auch für die komplette nächste Runde nur ein einziges Medikit zur Verfügung. Erst nach der Runde kann man mit automatisch nachkaufen, das sozusagen nachkaufen lassen. Deswegen, ich habe immer so 100 gekauft. Am Anfang ist es egal, die Medikits kosten am Anfang nicht viel. Ja, da spielst du eine Runde, da hast du es wieder rein. Und da habe ich halt auf jeden Fall dann genug Medikits für die ganze Runde und dann kann ich mir immer wieder neue holen, wenn ich halt irgendwie das verbraucht habe. Und dann zurückkomme. Das ist halt relativ nah bei meiner eigenen Basis. Damit kann ich sozusagen das Bodencampen nicht mehr machen oder irgendwie dort direkt davor hocken und dort alles tot moschen, was dort rauskommt. Insgesamt finde ich, haben sie hier ein solides Shooter-Spiel schon abgeliefert, was sich gut anfühlt und was auch einen guten Sound hat und eine gute Grafik. Und für Free-to-Play solltet ihr, denke ich, echt mal reinschauen. Es ist nicht so das Übliche, was man so überall sieht, was auch Pay-to-Win ist nicht so wirklich drin. Also dadurch, dass man halt, wenn man sich geile Waffen kauft, plötzlich dann keine Rüstung oder sowas mehr dazu hat. Also wenn man sich nur die Waffe kauft, hast du plötzlich eine hochlevelige Waffe, aber keine Rüstung dazu, kommst in hochlevelige Matches und wirst einfach nur zerstört. Weil dann halt so eine Automatikwaffe dich einen Schuss tötet.
weil du halt einen keine Rüstung hast und keine Widerstände und nix. Solche Sachen. Da musst du halt auch dann die Rüstung dazu kaufen. Beziehungsweise, wenn du das machst sowieso, also wenn jemand neu anfängt, der fängt auf Level 0 an, der wird auf Level 0 gematcht. Es gibt so ein Level 0 für jemanden, der noch gar nichts hat. Der wird auf Level 0 gematcht. Und wenn halt jemand anfängt und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt aber schon eine AKM in Gold. Das ist schon mal eine Level 4 Waffe. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass der mit dem Level 0er gematcht wird. Zumindest solange der noch wirklich noch gar nichts benutzt, also an Ausrüstung oder an Armor. Sobald man die erste Armor benutzt, die man finden kann, halt auch nach den Runden, kommt man aber dann schon auf Level 1 meistens rein, oder schon Level 1 eingestuft. Was man nach den Runden findet, hängt auch ein bisschen davon ab, auf welchem Level man gespielt hat. Also wenn ich jetzt mit Level 5 Ausrüstung spiele, finde ich andere Ausrüstungsgegenstände oder kann andere Ausrüstungsgegenstände bekommen, als wenn ich mit Level 2 spiele. Level 2 kriege ich halt eher die Anfangsausrüstung. Das ist immer so ein bisschen ganz cool gemacht, weil es ist so dafür gedacht, dass man sozusagen vorankommt, dass man seinen Charakter besser ausstatten kann und dass man halt auf dem Level sozusagen auch dann das Upgrade-System benutzen kann und sowas. Also wenn ihr nämlich zwei Gegenstände, also wenn ihr gleiche Gegenstände habt, egal welche Seltenheit. Also es gibt hier so ein Seltenheitslevel von Grau, Blau, Grün, Orange und dann gibt es so ein Golden, was halt die Premium-Gegenstände sind, die man kaufen kann. Wenn ihr halt irgendwas im Shop kauft, also eine neue freigeschaltete Waffe zum Beispiel, kriegt ihr die auf Grau. Wenn ihr die nochmal kauft, könnt ihr die sozusagen zusammen merchen und dann habt ihr eine, wenn ihr es für Silber macht, also ohne was zu bezahlen, ohne Echtgeld, habt ihr eine 50% Wahrscheinlichkeit, wenn sie auf dem gleichen Seltenheitsgrad sind, dass die sozusagen verbessert werden soll. Also ihr opfert eine, um die andere zu verbessern. Heißt, die verbessert werden soll, eine Stufe aufsteigt und einen Modifikator bekommt. Dann ist dann sowas wie 7% weniger Rückstoß oder 10% schneller nachladen, was aber auch, das ist dann so ein Zufall zwischen 2 und 10%, sowas in der Richtung. Oder halt 25% höhere Zuverlässigkeit wird dadurch halt weniger abnutzt und ihr weniger Reparaturkosten habt. Sowas in der Richtung ist das dann. Wobei die Reparaturkosten am Anfang echt niedrig sind. Also, ich kann das Spiel, glaube ich, nicht in aller Gänze jetzt abhandeln. Mir hat es insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Counter-Strike vom Waffenverhalten mögt, Call of Duty, weiß ich nicht, ist glaube ich. Ich würde nicht sagen, dass Call of Duty-Spieler hier Spaß haben werden, außer als Sniper vielleicht, weil fast alle Sniper sind One-Shot-Waffen auf ihrem Level. Wenn ihr so Spaß habt an relativ realistischen Handling von Waffen, weil das ist ja einfach der Fall, deswegen sind Schrotflinten auch sehr, sehr stark, gerade die Automatik-Schrotflinten und auch die Sniper-Gewehre sind sehr, sehr stark. Wenn ihr da sowas Spaß und sowas habt oder euch sowas interessiert, gleichzeitig aber ein langsames Gameplay haben wollt, also es ist nichts, wo ihr hier jetzt mit Run-and-Gun-mäßig gegensprintet und alles wegmoschen könnt, weil das ist einfach, da werdet ihr viel zu einfach von den Gegnern gesehen, in dem ganzen Blattkram und so, wenn man sich ja langsam fortbewegt, wird man doch des Öfteren mal übersehen, da gucken die wirklich genau in deine Richtung, übersehen dich einfach, weil du sitzen geblieben bist. Das ist ziemlich schwer, da Leute zu sehen. Also wenn ihr, wie gesagt, euch realistisches Waffenverhalten, ein bisschen langsames taktisches Vorgehen, wenn sowas für euch ganz cool klingt, dann solltet ihr euch das Spiel auf jeden Fall mal anschauen, denn ich bin der Meinung, sie haben hier ein solides Spiel schon vorhanden, also auch wenn es im Early Access ist, ist ja free to play, guckt euch einfach so an. Es ist ein solides Spiel vorhanden, was man spielen kann, wo man Spaß haben kann, gerade wenn man noch mit ein, zwei Kumpels spielt, weil bis zu drei Leute könnt ihr ja zusammen sein, da hat man richtig Spaß. Und man findet hier auch ziemlich oft die gleichen Leute wieder. Also wenn ihr auf einem Level nach dem Spiel direkt wieder ins Matchmaking geht, findet ihr oft die gleichen Leute, fast sogar die gleichen Teams nochmal spielen. Was manchmal positiv, manchmal negativ ist. Manchmal ist es ganz cool, wenn man sozusagen ein Rematch hat. Da kann man so ein bisschen mal Rache üben. Ja, das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und das Video ist deutlich länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, es wird so ein 5-Minuten-Video, in dem ich euch das Spiel ein bisschen vorstellen kann. Hat nicht so ganz geklappt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr gebt dem Spiel vielleicht mal eine Chance. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das dynamische Suchen und so weiter, das hilft ihm schon auch bei wenig Spielern ganz gute Matches zu finden. Und wenn die ersten Matches nicht so laufen, wie ihr vielleicht dachtet, nicht frustriert werden, spielt einfach mal ein bisschen weiter. So, ich bin der Meinung, ab Level 2 bis 3 hat man so die Waffe auch gefunden oder den Waffenstil gefunden, den man haben möchte und kann dann auch einfach so spielen, wie man möchte, dann hat man auch sich ein bisschen in den Fraktionen zurechtgefunden und so weiter. Denkt nur daran, dass ihr die Missionen, die ihr jeden Tag bekommt, bekommt ihr von eurer Fraktion. Wenn ihr also jetzt die Fraktion wechselt, bevor die Missionen fertig sind, habt ihr sozusagen das alles, was ihr nicht erspielt habt, verloren. Also das könnt ihr auch nicht mehr erspielen. In dem Moment, wo die Fraktionen gewechselt werden, gehen die Tagesmissionen flöten, bis neue Tagesmissionen ausgegeben werden.
Also erst die Mission fertig spielen und dann die Fraktion wechseln. Noch ein gut gemeinter Rat. So, das war's jetzt von mir. Dankeschön und bis bald.